Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und heute schauen wir uns mal das vierte Seemannsgarn, was neu dazugekommen ist, also die dunklen Brüder an und wie man diese auf 100% bekommen kann. Zwei Items kann man bekommen, ob das einem gefällt, ist glaube ich, naja, jedem selbst überlassen. Aber ja, ich würde mal sagen, wir legen direkt los. Sind wir dann angekommen und Jack hat das Tor aufgemacht, begeben wir uns auch schon direkt rein. Und bevor wir hier richtig loslegen, muss ich euch noch ganz schnell die Rätsel erklären, die hier vorkommen werden. Yep, genau. Und zwar befinden sich hier mehrere Hebel ab und zu in den Gängen. Diese Hebel muss man in einer bestimmten Reihenfolge ziehen. Und wenn man das gemacht hat, erscheinen diese Meerjungfrau-Malereien, die man für einen Erfolg braucht. Ich werde euch immer zeigen, in welcher Reihenfolge man diese runterdrücken muss, damit man es schafft. In diesem Fall hier ist das jetzt zum Leuchten gebracht worden und hier hättet schon 1 von 5. Genau. Sobald wir das verstanden haben, gehen wir direkt weiter. Und zwar hier direkt zu diesem Wrack, wo sich auch schon das erste Logbuch befindet. Hier ein bisschen dunkel. Da ist das erste Logbuch. Und dann können wir auch schon weiter. Logbuch Nummer 2 finden wir direkt, wenn wir hier ein bisschen weiter schwimmen. Hier auf so einem komischen Korallenblock oder was es sein soll. Ein bisschen weiter drüben. Und dann gehen wir direkt weiter. Logbuch Nummer 3 finden wir direkt, wenn wir hier mit diesem Balken auf die andere Seite gekommen sind. Hier drüben hinter dem Stein versteckt. Kommt ihr nun hier oben an, werdet ihr schon sehen, dass hier vorne so eine kleine Wasserrutsche in der Art ist. Am besten geht ihr da noch nicht direkt drauf und verschafft euch kurz einen kleinen Überblick. Denn wenn ihr jetzt hier runterrutscht, braucht ihr für einen Erfolg ein kleines bisschen Kontrolle. Und zwar werdet ihr hier gleich, wie gesagt, runterrutschen und müsst dabei in eine andere Richtung rutschen, als ihr eigentlich lang gesteuert werdet. War das ein deutscher Satz? Ich glaube nicht, aber egal. Während ihr jetzt hier gleich runterrutscht, müsst ihr am besten eure Taste gedrückt halten, um in die rechte Richtung zu rutschen, damit ihr einen anderen Weg wählt und damit bekommt ihr einen Erfolg. Ich mache das Ganze mal vor, gehen jetzt einfach hier drauf, in die Rutsche, werden hier kontrolliert und jetzt gleich kommt eine Abzweigung hier drüben und dann rutscht man darüber, wenn man die Taste gedrückt hält. Sobald man das gemacht hat, habt ihr den Erfolg bekommen und wir können weiter. Wenn wir von der Rutsche angekommen sind und hier die Flying Dutchman vor uns sehen, gibt es hier wieder ein kleines Rätsel und ich mache das Ganze mal ein bisschen schneller, damit es nicht so lange dauert. Yeah! So, damit ist das auch geschafft und wir können nun auf das Schiff gehen. Sobald wir auf dem Schiff angekommen sind, müssen wir auch noch ganz kurz in die Orgelkammer, da sich hier noch ein einziges Logbuch befindet. Und damit können wir jetzt hier erstmal den mega langen Fight zu Ende machen. Jack tut hier schon sein Bestes und dann geht's gleich weiter. Schwimmen wir dann wieder etwas weiter. Nach dem ewig langen Kampf auf der Flying Dutchman sehen wir auch hier direkt an diesem Kerker das nächste Logbuch und können dann direkt weitermachen. Sobald wir dann in der nächsten Ebene oder beziehungsweise im nächsten Raum angekommen sind, befinden sich hier unter Wasser so Wracks, die mit Seilen befestigt sind. Die könnt ihr einfach durchschlagen und dann kommen sie hier so an Land. Oder an Land, was laber ich, ans Wasser. Und genau hier befinden sich dann auch wieder Hebel. Und ich mache das Ganze mal wieder ein bisschen schneller, damit es nicht so lange dauert. Genau, haben wir das gemacht, habt ihr auch schon wieder das nächste davon. Und wir müssen gleich erstmal, was laber ich schon wieder, ich bin echt ein bisschen verwirrt heute. Gehen wir direkt zum nächsten Logbuch, das befindet sich nämlich direkt hier daneben. Dafür müssen wir genauso wieder einfach hier rüberspringen. Und das befindet sich hier unter diesem Gerüst oder Gestell. Diesmal eine Etage höher. Kommen wir auch wieder zu so einem Rätsel und müssen hier diesen Nebel ziehen, der hier sehr, sehr gut versteckt ist, wie ich finde. Und danach gehen wir hier oben über den Mast
sehen den einmal, müssen dann leider nochmal über den Mast gehen. Aber haben das dann hiermit auch schon. Sind wir dann hinter der Tür angekommen und springen hier runter. Ziemlich direkt, dass wir hier schön begrüßt werden. Allerdings befindet sich hier hinter Buch und... Ja, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Das befindet sich einfach dort hinten in so einer Koralle drin. Sobald wir dann hier mit dem Wasser nach oben treiben, befindet sich direkt hier, ein bisschen versteckt in der roten Koralle hier, ein Logbuch. Und sobald wir das haben, befindet sich auch direkt auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt gerade nicht verirren würde. Genau, hier noch ein Hebel, aber sehr versteckt. Und damit kommen wir direkt zur nächsten Malerei. Dazu gehen wir jetzt wieder weiter durch. Springen hier bei die beiden Mäste. Hier ist jetzt weiter. Und dann hier unten im Wasser findet sich hier der dritte. Genau. Sobald wir dann jetzt hier gleich oben ankommen, kommt dort wieder eine Wasserrutsche und auch ein nächster Erfolg, den man vermasseln kann. Und zwar müssen wir, wenn wir hier auf der Wasserrutsche sind und ankommen, jetzt gleich... noch nicht direkt nach vorne sprinten, sondern ihr geht jetzt hier hin und versteckt euch dann am besten hier hinter dem Grünen und wartet hier einfach, bis die ihren Dialog fertig haben. Das haben wir tatsächlich einmal nicht geschafft und dann durften wir das Ganze von vorne machen. Bleibt einfach hier stehen und einfach, wenn die fertig geredet haben, bekommt ihr hier auch den Erfolg dann. Den hier, genau. Sobald wir dann aus dem Gebüsch kommen, befindet sich hier direkt das 9. Logbuch. Das 10. Logbuch ist auch nicht weit entfernt. Das befindet sich direkt hier neben diesem Stuhl. Da liegt es, genau. Und dann kommen wir jetzt noch zu dieser Kiste hier, wo normalerweise das Herz eigentlich drin sein sollte. Ist es aber leider nicht. Genau. Dafür muss man diese Kombination hier knacken. Die ist überall gleich. Und zwar kommt hier der Hai hin. Hier drüben die Meerjungfrau. Hier dieser coole neue Zauberstab. Dann hier diese Cannonballs oder was es eigentlich sein sollen. Und dann hier das Schiff. Und dann geht hier so ein Stein runter. Und wir haben dafür den Schlüssel. Genau, Kiste aufmachen und Erfolg ist da. Ja, sobald ihr dann hier das Ende, das Finale durchgespielt habt, beziehungsweise dieses Battle, was bestimmt eine Viertelstunde lang ging oder so, ja, habt ihr es geschafft und solltet mittlerweile jetzt alle Erfolge haben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne anhand eines Abos und ich würde sagen, ciao, ciao.